herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, ich bin ein bisschen heiser. Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich dieses wechselhafte Wetter. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, esse was und dann guck ich mal, was ich am E-Mails gekriegt habe. Hoffentlich mal ein paar schöne Anfragen. Ja, bis später. So, jetzt sind wir wieder unterwegs gewesen, haben mal ein bisschen was ausgekundschaftet für mein Unternehmen und ja, jetzt fahren wir wieder zurück nach Sanden. Wir sind jetzt momentan noch in Moers. Ja, und dann sehen wir uns im Büro wieder und bis dahin noch ein paar schöne Bilder von der Rückfahrt. Bis gleich. In Sanden angekommen. So, da war der Finger im Bild. Ich filme jetzt mal so, damit man das jetzt nicht so direkt sieht. Der Günther ist gerade Essen holen. Ich habe megamäßige Kopfschmerzen. Ich habe heute kaum was gegessen und getrunken. Ich habe höchstens ein paar Kaffee. Und bevor ich jetzt im Büro den Papierkrieg abarbeite und die ganzen Mails, werde ich jetzt erstmal was essen und dann sehen wir uns wirklich im Büro wieder. Ach, was ich noch erzählen wollte. Warum lasse ich mich überhaupt fahren? Warum fahre ich nicht selber? Ist ganz einfach, ich darf nicht fahren aufgrund einer Erkrankung, die sich Epilepsie nennt. Kennt ihr vielleicht jemand, das sind diese Krampfanfälle? Ich hätte eine Zeit lang auch einen Führerschein machen können, hatte aber erstens kein Geld. Zweitens, ja, sind die dann irgendwann wiedergekommen und ich habe mir gesagt, ich lasse es dann einfach. Ist für andere besser, wenn ich jetzt keine Gefährdung für den Verkehr darstelle. So kann man dann auch sagen, ich gefährde, wenn es keine anderen, wenn ich dann doch wieder einen Anfall haben sollte, dann bin ich wenigstens, wenigstens nicht schuld. Also ich könnte nicht mit der Schuld leben, durch einen Anfall jemanden zu verletzen. Damit käme ich wahrscheinlich selber nicht klar. Ja. Gut, wir sehen uns dann wirklich im Büro wieder, wenn ich wieder einigermaßen fit bin. So, meine Lieben. Endlich im Büro angekommen. Und endlich die Arbeit, die hier noch war, erledigt. War heute echt ein Hammertag. Ich bin wirklich nur vorhin, als ich nach Hause gekommen bin, ihr habt es gesehen, ich wollte euch eigentlich direkt ins Büro mitnehmen, ging nicht, ich musste direkt weiter. Als haben da sich ein paar so Anfragen ergeben, die heute direkt abgearbeitet werden mussten. Günther musste sowieso noch was. Den lernt ihr wahrscheinlich irgendwann noch kennen. Er möchte im Moment noch nicht gefilmt werden. Mal schauen. Nochmal, das ist mein Mitbewohner, für der jetzt zum ersten Mal meinen Vlog schaut.
Ja, also ich finde, es läuft jetzt langsam, aber sicher immer besser, obwohl jetzt in den letzten Tagen ich wenig Zeit hatte, um einen Vlog zu machen. Es ist einfach darum, es liegt einfach daran, so, dass ich momentan hier viel zu tun habe. Ich muss hier wirklich nochmal hammerhart in die Akquise gehen, weil ja, also ich möchte ja versuchen, irgendwann mal davon zu leben. Ob es klappt oder nicht, ist mir zwar nicht völlig egal, aber es wäre natürlich die Erfüllung eines Traums, endlich in dieser Branche mal Fuß zu fassen. Also komplett, nicht nur nebenberuflich. Da werde ich auch alles für geben. Aber wie gesagt, langsam an, was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja schließlich. Und deswegen heißt mein Motto auch: Mach was. Und mit diesem Motto möchte ich mich heute auch wieder verabschieden. Ich bin froh, dass es jetzt schon der 10. Vlog ist. Also bleibt sauber und macht was. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.